Recht herzlich willkommen zur 20. Folge von Stellaris. Ja, letztes Mal hatten wir hier irgendwelche felsenfressenden Bakterien oder was das auch immer war unter der Oberfläche. Forschungsschiff haben wir da weitergeschickt, weiß gar nicht mehr, welches das war. Irgendwo hier oben, oder? Nee, doch nicht, das war irgendwo anders, egal. Ja, wir müssen gucken, dass wir weiter. Kommen, was haben wir hier für Möglichkeiten? Aber naja, ich weiß schon, was ich vergessen habe, und das ist zwar dieser tolle Roboter auszuschalten. Nein, das werden wir mal ganz schnell machen, sonst nervt er uns gleich wieder. Einstellungen, Sound und den Berater auf. Warum das nicht gespeichert wird, keine Ahnung, ist auch doof. Fortfahren oder doch eine andere Marke, egal. Ja, wir sind hier mit der Energie. Im negativen Bereich. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob es hier, da gibt es sowas in dem System. Aber nee, das ist noch nicht mal gemacht, oder? Also wir müssen erstmal jetzt ein Konstruktionsschiff haben. Konstruktionsschiff sind alle beschäftigt, das auch. Das würde, aber wir müssen mal die Pause rausmachen, sonst wird da auch keins fertig, ne? Müssten wir eigentlich mal gucken, dass wir das ausbauen. Ja. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, negative Bilanz wissen wir. Inaktives Gebäude wissen wir auch. Da fehlt uns ein Bewohner. Na, da eine Wahl haben wir hier. Warte mal, lass mal gerade Pause machen. Wen unterstützen wir denn so? Bringt das irgendwas? Da unten ist noch jemand und noch jemand. Shusitu. Die unterstützen wir, hat man glaube ich schon immer gemacht, oder? So, das ist dann weg. Halt, ich hatte einen Rechtsklick gemacht und. Komisch. Technologie erforscht. Massenbeschleuniger, neue Forschung. Hier unten ist es, die drei Möglichkeiten haben wir. Günstigste gibt es keine, sind alle gleich teuer. Ermöglicht Abbau von Garantiumerz. Und Materialien. Das ist auch Materialien. Neue Komponente. Gaussgeschütz. Okay. Small, Middle and Large. Energieverbrauch. Garantium. Brüchen stellt einzigartige Herausforderungen an uns, der diese Erz so dehnbar ist, dass man es nur schwer abbauen kann. So attraktiv es auch sein mag. Speicherkapazität erhöhen wir dort. Eine Korvettenwerft gibt es dann. Raumhafen 2. Zwei Module unterstützt. Baudauer wird dann schneller und Baukosten werden weniger. Aber ich bin momentan hierfür, ne? Gut. System erkundet. Ja. System erkunden, da geht's weiter. Pause raus. Das kann weg. Die Wahl hatten wir auch. Die können wir aber irgendwie nicht wegmachen. Gut, egal. Lass es so. Geht nicht weg. So, das Schifflein fliegt da lang. Wir brauchen Konstruktionsschiff. Das ist jetzt fertig, oder? Aha. Schön. Auch schön. Also rauszoomen, dann ist das auch schon ganz schön interessant hier so zu sehen, ne? Gut, was haben wir da? Bauvorhaben abgeschlossen. Konstruktionsschiff. Oh, guck mal, hier ist auch Energie. Da brauchen wir gar nicht so weit fliegen, sondern machen die mal hier neu. Wir müssen, wir haben ja minus 9 da, glaube, ne? Das müssen wir also verbessern. Ach, das ist aber das, oder? Oder nicht? Könnte auch sein.
Bauen wir erstmal. Alles gut. Herrscher gewählt. Okay. Die aktuelle ist wieder gewählt. Da wird gemacht. Ich glaube, die haben alle einen Job, oder? Das Kolonieschiff ist da. Hier ist nichts zu holen. Also wir können ein klein bisschen vielleicht ein rauszoomen. Da ist überall nichts los, ne? Irgendwo gab es einen Angriff, beziehungsweise Ressourcenspeicher ist da voll. Ne, ist doch kein Angriff, oder? Hörte sich gerade so an. Ja. Machen die was? Ja. Und die machen auch was, oder? Die fliegen da, ja, die sind alle unterwegs. Das Kolonieschiff steht bei Ass. Bauvorhaben abgeschlossen. Das ist das Konstruktionsschiff. Forschungsstation bauen. Oh, da ist irgendwo irgendwas passiert. Das müssen wir mal anhalten. Warte, ich gehe erst einmal auf die Karte gucken. Hier links war das, ne? Soll sie da mal alle bauen, fertig. Ja, das sind zwei Stück, die da gebaut werden müssen, dann passt schon. So, was haben wir denn hier? Laufende Forschung fehlt Wissenschaftler. Okay, dann brauchen wir noch einen Wissenschaftler, auch schön. Hört sich hier gut an, oder? Nee, das ist ja schon jemand, den wir haben. Rekrutieren. Was haben wir denn hier so? Fachwissenpartikel. Akribisch. Kommen nehmen wir neue Welten. Und ist dann verfügbar. Warte jetzt nochmal dahin. Ah, da ist es noch angezeigt. Dann diese Person dahin. Ist jetzt zwar nicht so der Hit, aber irgendwer muss ja irgendwann mal besser werden. Mit dem einen Stern ist jetzt nicht viel. Bauvorhaben abgeschlossen. Das können wir zumachen. Konstruktionsschiff ist das. Aber schon abbeordert. So, Anführer verstorben. Ach so, das war diese Person, die da war. Alles klar, dann Pech gehabt. Pause raus, weiter geht's. So, oh, Anomalie. Fehlschlagrisiko, kommen erforschen. Sieht gerade so anders aus, so. Die anderen waren immer so rötlich, ne? Naja. Minka. Da haben wir einen Außenposten. Achso, das ist schon der Nachbarbereich, alles Außenposten hier, da unten auch. Da haben wir Gegner gehabt. Potenziell bewohnbar. Warte mal, Pause, das ist mir zu viel. Ja, Ressourcenspeicher voll. Welcher ist denn jetzt hier voll? Der? Warte mal. Wenn ich da draufklicke, kommt das Fenster. Aber was bringt mir das mit dem Ressourcenspeicher dann? Das ist sogar noch schlimmer geworden jetzt hier, ne? Kaum zu glauben, oder? Ja, das ist voll. Dann müssen wir da was Neues bauen. Was blinkt da Schönes? Bauvorhaben abgeschlossen. Dann da geht nicht. Warum geht das nicht?
Orbital. Ach so, da, das ist dann das da unten, alles klar. Dann trotzdem die rauszoomen. Haben wir am Laufen. Ist hier irgendwo noch sowas? Haben wir 10 minus, da müssen wir irgendwie mal ins Plus kommen. Ich glaube, dann müssen wir dahin. Und Bergbaustation bauen. Dann müssen wir da erstmal eine Bergbaustation bauen. Alles klar, beschäftigt. Das ist erledigt. Und da ist was erforscht worden. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Neue Welten, neue Welten. Und das sind Biologie. Ermöglicht Beseitigung von, ja, komm hier, zack. Das ist schon mal gut, dass wir den Sumpf loswerden. Läuft. War das das? Nein. Habe ich schon Erforschung gemacht, ne? Ja, ich glaube ja. Weg. Pause raus, weiterlaufen lassen. Einmal in die Übersicht. Ja, läuft, ne? So. Konstruktionsschiff, Forschungsschiff, die sind, glaube ich, alle beschäftigt, oder das hier nicht? Wo ist das? Was sind das jetzt hier? Felspotenzial. Urquart 1a ist außergewöhnlich mineralreich. Leider handelt es sich um Mineralien, für die wir keine Verwendung haben. Wissenschaftler glaubt aber, dass viele Elemente in der Kruste von Urquart 1a durch Positronenbombardierung möglicherweise in nützlichen Form gebracht werden können. Energiecredits. 100 Stück. Ist das jetzt hier nur, weil es negativ ist, alles rot, oder? Zack, das ist dann noch ein Plus und wir haben jetzt 100 genommen. Dann sollen die sich da mal drum kümmern. Die fliegen da jetzt hin, ne? Und wo funktioniert das dann? Ach so, die forschen da. Ne, konstruieren da. Ach so, wir hatten den Auftrag gegeben, beides gleichzeitig zu machen. Genau. Das ist schön. Konstruktionsschiff, ne? Das war jetzt hier, genau. Warum ist denn da so ein Ausrufezeichen dran da gewesen? Weil es auf dem Weg dahin ist wahrscheinlich. Ja, sind alle beteiligt. Läuft. Was haben wir da? Union hat da Garantie widerrufen. System erkundet. Dann. Die sind das dann. Die sind da. Gut. Gehen wir mal raus. Können wir hier noch irgendwo was erkunden? System erkunden. Erledigt. Erledigt. Ja, Ressourcenspeicher voll. Da müssen wir wohl irgendwo was bauen, ne? Gehen wir mal in das System. Dahin. Oberfläche. Können wir hier was bauen? Steht hier so ein Ausrufezeichen, Annahme, Verluste. Kraftwerk. Überall sind Einnahmeverluste. Beim Kraftwerk nicht. Ich glaube, das bauen wir mal, weil wir brauchen ja Energie da oben, ne? Was ist da? Zack, bauen wir auch noch eins. So, da fehlt uns ein Bewohner.
Mineralsilo. Was ist da oben am Blinken? System erkundet. Machen wir gleich, ne? Mineralienveredlungsanlage. Jetzt kommt zu viel rein. Da müssen wir gerade eine Pause machen. Kraftwerk. Bergbaunetzwerk. Welt. Aber das wird bald abgeschlossen. Da gibt es schon Kraftwerk. Können wir ersetzen? Kraftwerk 2, ach so. Man könnte da was anderes hinbauen, genau. Mineralienveredelungsanlage. Die steigern die Beförderung dann. Ja, das ist es irgendwie gerade nicht. Also, da sind wir ja hier, System erkundet. Was ist das für ein Ding? Da haben wir wahrscheinlich den passenden Forscher für. Die sind erkunden, haben erkundet. Das sind 4 Sterne. Kann der das? Machen wir erstmal. Einnahmen. Warum zeigt er mir das an? Das ist für mich jetzt nicht so ganz begreiflich. Ich muss vor allem gucken, dass ich. Wo ist denn die zweite Welt? Da. System ist Prime? Nein. Ah, hier ist sie doch. So, Oberfläche. Kann ich denn hier sowas bauen? Ja. Dann bauen wir das doch mal. Kann ich ein zweites bauen? Nee. Kann man nur pro Planet einen bauen, oder was? Gut, lass mal weiterlaufen. Sind wir auf dem richtigen Weg, denke ich. Erstmal jetzt. Ja. Sind alle beschäftigt. Und ja, wir müssen abwarten, was passiert dann. Irgendwo hat man noch eine Anomalie. Die wird aber auch erforscht. Und wir müssen gucken, dass wir hier halt das da mal in den Griff kriegen. Ne? Das sieht nämlich ziemlich schwach aus. Genauso wie da ja auch eine Minus 1 steht. Ne? Okay, das ist dann halt schwierig. Ja, das wissen wir jetzt schon mittlerweile. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.